Es hat auch ein bisschen länger gedauert mit dieser Lieferung. Oh, Murasaki, du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue, dich zu sehen. Hoffentlich kannst du mir einmal mehr aus der Bredouille helfen. Aus welcher Bredouille willst du wissen? Na, du kennst das doch. Viel zu viele Aufträge und viel zu wenig Zeit. Gerne würde ich alles selbst erledigen, aber auch ich habe nur zwei Arme und zwei Beine. Da wir unsere Teilnahme bei der Produktschau abgesagt haben, bleibt mir genug Zeit, um alle Aufträge unserer Kunden zeitgerecht zu erledigen. Soweit, so gut. Doch ich komme einfach mit der Auslieferung nicht hinterher. Hilfst du mir dabei? Das wäre ganz großartig. Hier mit dieser Halsberge bin ich gerade fertig geworden. Bitte bring sie zum Auftraggeber im trällernden Müller. Ich glaube, mir kommt das mit diesen Leuten da bekannt vor, weil das storytechnisch irgendwo passiert ist wahrscheinlich. Weil ich habe eine Storyline im Kopf. Da haben die Gerber ein Battle gehabt. Mit einer anderen mit anderen Leuten. Das war aber eine richtige Storyline. Na, du kommst von der Gerber-Gilde, ja? Hast du meine Halsberge mitgebracht? Ah ja, das war zu erwarten. Der Halsberge sieht man sofort an, wie viel Zeit und Mühe dafür angewendet wurde. Das sind typische Merkmale der Gerber-Gilde, findest du nicht auch? Du bist doch eine Abenteurerin, nicht wahr? Dann pass mal auf, ich habe dir ein Angebot. Wie wäre es, wenn du der Sklaventreiberin Geber Lebewohl sagst und stattdessen für mich arbeitest? Ich meine, Gnädigste, bin der bescheidene Besitzer der innovativsten Modemarke Gridanias, Angrebota. Bei Angrebota arbeiten fast ausschließlich Abenteurer, die unsere liberale Arbeitsweise dem Joch der Gerber-Gilde vorziehen. Sie waren es einfach leid, stundenlang Arbeit in Details zu stecken, die von den Kunden kaum wahrgenommen werden. Abenteurer sind doch viel beschäftigte Leute. Sie sollten ihre wertvolle Zeit nicht mit sinnloser Arbeit verschwenden. Sinnlos, sage ich, weil die daraus resultierenden qualitativen Unterschiede marginal sind. Die meisten Kunden bemerken sie gar nicht erst. Angrebota hingegen bietet eine zeitgemäße Design für einen Bruchteil der Herstellungskosten. Falls ich das doch noch nicht überzeugt, dann komm bitte zur Produktschau und erlebe dort den Augenblick unseres Triumphes. Zu schade nur, dass die Gerber-Gilde dieses Jahr nicht vertreten sein wird. Ich hatte mich schon diebisch darauf gefreut, Geber vor versammelter Mannschaft die Schau zu stehlen. Geva, wir müssen reden. Ich trete an. Ich hau diese Säcke Leder um die Ohren. Das haben sie noch nicht gesehen. Die kriegen voll den Lederlappen zu spüren. Also es ist doch diese Storyline, an die ich mich noch erinnere. Aber ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich mich daran erinnern kann. Da bist du ja endlich, Murasaki. Mir ist ein äußerst beunruhigendes Gerücht zu Ohren gekommen. Man hört, dass immer mehr Gerber ihre Teilnahme bei der Produktschau absagen, und zwar erschreckenderweise ausgerechnet die Begabtesten unseres Fachs. Wenn das stimmt, werden diese Pfeifen von Angrebota ein leichtes Spiel haben und alle Preise abräumen. Eine schreckliche Vorstellung. Was? Dort ist... Hat er die Halsberge bestellt? Das ist ja eine Frechheit! Ich kenne diesen Alunken nur zu gut, zu genau. Einst war er ein Abenteurer und vielversprechender Gerber. Eines Tages kam er mit einer Lederhose an, die völlig missraten war. Als ich es sagte,
wagte, ihn für seine Nachlässigkeit zu kritisieren, zog er beleidigend von dann und verließ die Gilde. Jetzt kann ich mir denken, was er danach getrieben hat. Angrebota ist auf dem Mist seiner Eitelkeit gewachsen und nun wirbt er einen Gerber nach dem anderen ab. Nein. Was? Nein. Das schaue ich nach dieser Mission. Sollte Angebota bei der Produktschau tatsächlich gewinnen, wird er es dort zum Durchbruch verhelfen. Die Leute werden sich um seine Sachen reißen. Damit würden Schlamperei und die Geringschätzung der natürlichen Ressourcen hoffähig werden. Wie damals bei den Taschen aus Krötenleder. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Murasaki, hör mir gut zu. Als letzte Aufgabe deiner Ausbildung wirst du diesen Hochstapler in seinen Schrank weisen. Du wirst die Gerber-Gedle bei der Produktschau vertreten. Synthetisiere eine Raptor-Leder-Jerkin und setze darin eine Sammlersinn mit Materie 3 ein. Das fertige Ausstellungsstück reichst du dann bei der zuständigen Kommission ein. Ich weiß, das ist keine leichte Aufgabe. Aber ich habe vollstes Vertrauen zu dir. Du hast deine Ausbildung gewissenhaft absolviert und mich dabei nie enttäuscht. Der Ansprechpartner der Kommission ist Estane an Miketus Amphitheater. Bringe das Ausstellungsstück zu ihr, sobald du es hergestellt hast. Schnell, wir dürfen keine Zeit verlieren. Raptor-Leder-Jerke. Raptorleder, Filzstoff. Raptorleder und Filzstoff, so. Noch ein Raptor-Leder und ein Filzstoff. Haben wir Filzstoff? Wir haben keinen Filzstoff. Wir haben keinen Filzstoff? Was? Wieso haben wir keinen Filzstoff? Wir haben noch nicht mal Vlies. Okay, entweder Vlies oder Filzstoff. Je nachdem, was günstiger ist. Verdammt, ich habe die Materie noch nicht. Ich guck mal eben, was ich für eine Materie brauche. Ich finde das scheiße, dass man nicht an den Markt und so kann bei New Game Plus, aber nur gut. Sammlersinn. Materia 3, ist das eine Sammler-Klamotte? Das
Sammler sind, okay. Sammler sind der Stufe 3. Das könnte teuer werden. Ich brauche nur eine, danke. Wenn ich bedenke, dass ich das früher nicht immer konnte. Na, ah, das ist wirklich so eine. Geil. Oh, nicht da lang. Amphitheater ist ja gleich in der Nähe. Lucy! Lucy Kicke! Die jährliche Produktschau wird jeden Augenblick beginnen. Möchtest du noch ein Ausstellungsstück einreichen? Mach das ruhig. Das war knapp, meine Liebe. Ich wollte die Annahme gerade schließen. Ich freue mich jedoch, dass du es noch rechtzeitig geschafft hast, denn irgendwie hat die Begeisterung der letzten Jahre für die Produktschau dieses Jahr stark nachgelassen. Besonders überrascht hatte mich natürlich der Rückzug der Gerbergilde. Und warum steht da jetzt der falsche Name? Obwohl, nee, steht nicht der falsche Name. Gut, war doch sie. Gildenmeisterin Geva, es ist mir eine Ehre, dass du eine Entscheidung doch nochmal bedacht hast. Ja, die Gerbergilde nimmt teil. Doch vertreten wird sie diesmal durch diese junge Dame, die das Ausstellungsstück eingerichtet hat. Wirklich? Nicht durch die Gildenmeisterin persönlich? Nun gut, wie du wünschst. Fangen wir an. Also, wir erinnern uns, in den anderen, da war ich schon sehr schnell haushoch allen überlegen. Und hier ist die Gildenmeisterin immer noch besser als ich. Eigentlich. Meine verehrten Damen und Herren, der große Augenblick ist gekommen. Die Kommission wird nun die Ausstellungsstücke bewerten.
Da dieses Jahr kurz vor der Veranstaltungsbeginn plötzlich zahlreiche Ausstellungsstücke zurückgezogen worden sind, bleiben nur zwei ernsthafte Konkurrenten im Rennen. Uns erwartet also Klasse statt Masse. Naja, Klasse nur von einem. Angre Butter, der erste heiße Anwärter auf den Giaba-Thron, geht mit diesem Raptor-Leder-Jerkin ins Rennen. Der Schnitt ist schlicht und doch praktisch. Mehrere Lederlagen wurden übereinander vernäht, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten. Mir gefällt die Reduktion auf das Wesentliche. Das Leder wurde nicht ganz sauber gegerbt, weshalb es einige Verfärbungen und raue Stellen aufweist. Aber über die hohe Widerstandskraft besteht kein Zweifel. In Zeiten des Krieges kommt es auf Schnelligkeit und praktisches Nutzen an. Deshalb sehe ich Angebote klar an der Spitze. Ja, genau. Verschwenderisch wie und je. Wie viele Raptoren hast du dafür zerlegt? Ah, Geva. Schön, dass du noch gekommen bist. Ich hatte befürchtet, du würdest meinen Sieg nicht miterleben. Das wäre doch zu schade gewesen. Kommen wir nun zu unserem zweiten Hoffnungsträger, der Gerber-Gilde, mit ihrem in letzter Sekunde eingereichten Beitrag. Man sieht schon, das Ding glänzt ja richtig vor Qualität. Ich bitte zu beachten, dass dafür nicht einmal halb so viel Leder verbraucht wurde wie für den Jerkin von Angre Butter. Das ist beeindruckend. Ich spüre förmlich das Leben durch diesen Jerkin pulsieren. Jede Naht sitzt perfekt und kein Stück Leder wurde verschwendet. Das zeigt hohes handwerkliches Können und tiefen Respekt vor dem Material. Er bietet besseren Schutz als der Jerkin von Angre Butter und gleichzeitig eine höhere Beweglichkeit. Jeder Waldläufer würde sicher sich glücklich schätzen, ihn seinen eigenen nennen zu dürfen. Ich habe schon viele Abenteurer kommen und gehen sehen. Doch selten bin ich einer Gerberin begegnet, die mit solcher Hingabe und solches Können zu Werke geht. Meine Damen und Herren, die Bewertung ist abgeschlossen und unerwartet einhellig ausgefallen. Alle Juroren sind sich diesmal einig. Halt, warte, ich habe das nicht so schnell lesen können. Ich bin die Siegerin. Das stand da. Mehr nicht. Du bist Daud von Angre Butter, nicht wahr? Hiermit stelle ich dich unter Arrest. Die Anschuldigungen lauten auf Nötigung, Erpressung, Wilderei und unzählige Verstöße gegen den guten Geschmack. Verstöße gegen guten Geschmack, ich bin dabei. Wärst du bitte so freundlich, mich unauffällig zu begleiten? Nun, Murasaki, unsere Aufgabe hier ist erfüllt. Lass uns zur Gilde zurückkehren. Dein Werk hat sogar mich überrascht, Murasaki. Es war wirklich überwältigend. Ich habe dir nichts mehr beizubringen. Von heute an sehe ich dich nicht mehr
als Lehrling, sondern als ebenbürtige Gerberin. Damit könnte ich mich eigentlich endlich in Ruhe meiner eigenen Arbeit widmen. Aber das wird dir vorerst nichts. Viele der abtrünnigen Gerber, die zu Angrebota überlaufen waren, kommen nun reumütig zu uns zurück, um in deine Fußstapfen zu treten. Eigentlich haben sie es nicht verdient, aber ich nehme sie wieder in unsere Reihen auf. Schließlich bin ich ja kein Scheusal. Jeder macht mal Fehler, sogar ich selbst. Wichtig ist nur, dass wir aus unseren Fehlern lernen. Ich werde die wankelmütigen Jungspunde von Grund auf neu ausbilden und dabei ordentlich an die Kandare nehmen. Sollte einer von ihnen wagen, mich noch einmal zu hintergehen, werde ich ihn zu Schuhleder verarbeiten. Als Guildmeisterin hat man es gar nicht leicht. Doch ich ertrage die Bürde mit Freude, wenn sich auch nur ein Lehrling unter 1000 als solches Prachtstück wie dich du erweist. Nach deinem Sieg bei der Produktschau werden deine Dienste in ganz sehr gefragt sein. Zieh hinaus in die Welt und bring dein Können zur Geltung, zum Wohle Josias. So, das New Game Plus ist hier auch wieder beendet. Aber wir machen gleich mit dem Gerber weiter in den New Game Plus Kapitel 2.